Ihr Lieben, zum Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis nehme ich euch mit nach St. Jürgen, in die St. Georgskirche auf dem kleinen Sandhügel zwischen Wümme und Hamme. Hier lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten.
Gott, du gibst und wir empfangen. Du nährst uns und wir werden satt. Du kommst in unser Dunkel und es wird hell. Wir danken dir, dass du der bist, der du bist, und bitten dich für deine Welt um Frieden. Frieden unter allen Völkern. Wir bitten dich für deine heiligen Kirchen, um Einheit im Glauben, um Glaubwürdigkeit im Tun, um deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich für die Menschen in diesem Ort und an jedem Ort, für alle. Führe sie und uns alle zu deinem Ziel. Wir bitten dich um gedeihliches Wetter für die Früchte des Feldes. Und lass nicht aufhören Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht aufgeschrieben im Buch der Klagelieder Jeremias im 3. Kapitel. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Gott hat
uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das Evangelium dieses Sonntags steht bei Johannes im 11. Kapitel. Ehre sei dir, Herr! Es lag einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus:
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern er war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt schon seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Händen und Füßen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was Jesus tat und glaubten an ihn. Lob sei dir, o Christe! Lasst uns gemeinsam mit den Christen aller Zeiten und Völker Gott preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ist uns für den 16. Sonntag nach Trinitatis ein Psalm als Predigtext aufgegeben, und zwar Psalm 16. Und bei Psalmen muss man immer in Rechnung stellen, dass sie als Gebete gemeint sind. Nicht unbedingt, beziehungsweise in den seltensten Fällen als Gebete im stillen Kämmerlein, sondern, wie auch in diesem Fall, als Gebete mit einer Zuhörerschaft, die möglicherweise mitbetet. Wichtig ist, den Rahmen des Gebetes zu respektieren. Und ein Gebet ist ein Dialog mit Gott. Und ich als Prediger habe mich aus Dialogen von zwei anderen herauszuhalten. Also ich will das Gebet nicht zerreden, sondern ich will es als Gebet ernst nehmen und achten und diesen besonderen Schutz, den das Gebet verdient, nämlich dass es nicht zerredet wird, sondern in seiner Anredestruktur ernst genommen wird, das will auch ich respektieren. So, jetzt kommt aber der 16. Psalm, so wie er in der Lutherbibel steht. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben.
Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Soweit der 16. Psalm. Noch einmal, er ist als Gebet gerahmt. Also alles, was an Aussagen, die nicht direkt Anrede an Gott sind, in diesem Psalm sich vorfindet, muss sich fügen in den Rahmen des Gebetes. Und dieser Rahmen, ich zitiere nochmal, beginnt so: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Und endet: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das ist der Rahmen als direkte Anrede an Gott und beginnt mit einer Art Hilferuf ohne direkten Anlass. Diesem Ruf: Lieber Gott, all mein Vertrauen setze ich auf dich, bitte enttäusche mich nicht. Und dieser Ruf: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, zeigt sehr genau, in welcher Verfassung wir als Beter sind. Nämlich, wir beten zu Gott, wir vertrauen auf Gott und doch ist da immer die Möglichkeit, dass dieses Vertrauen auf Gott enttäuscht werden könnte. Das ist ein bisschen etwas anderes als Zweifel, aber es ist doch eine Art Spielart des Zweifels, weil nämlich die zwei Möglichkeiten sind. Gott mag mein Vertrauen bestätigen oder er mag mein Vertrauen enttäuschen. Beides ist möglich. Das ist auch ein Zwiespalt, der bis in die Seele des Beters hineingeht. Und das wäre dann in der Seele des Beters ein Zweifel. Gleich zu Beginn wird diese Situation angesprochen. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Und jetzt, wie in den Raum zu allen Zuhörenden gestellt: Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Der Beter zitiert sein eigenes Gebet, als wollte er anderen sagen, ja, das ist, was ich gemacht habe. Ich habe zu Gott gesagt, ich weiß von keinem Gut außer dir, ich weiß nichts, woher ich Hilfe und Unterstützung bekommen kann als dich, lieber Gott. Das bekräftigt nochmal diesen Ruf: Bewahre mich. Ich traue auf dich und auf nichts sonst. Nur jetzt wissen es eben die anderen, die im Raum sind, auch. Am Schluss des Gebetes haben wir den schönen Vers: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also am Ende steht Freude und Wonne. Deutlicher kann man eigentlich nicht in einfache Worte bringen, ein überwältigendes Erlebnis der Freude in Gott. Das ist eine eigene Lebensqualität oder ein eigenes Widerfahrenes und ein eigenes Erleben, zu merken, dass die Anwesenheit Gottes Freude und Wonne spendet. Dass ein Mensch darin sein Glück findet. Und es ist ein Glück, für das man nichts bezahlen kann. Da ist der liebe Gott nicht zu bestechen. Er gewährt dieses Glück, ohne dass man ihm was bezahlt dafür. Das Einzige, was man ihm tun kann, ist ihm vertrauen. Wer Gott mit Misstrauen
begegnet, muss sich nicht wundern, wenn diese Freude und Wonne sich nicht einstellen können. Und das ist, glaube ich, die Tragik vieler Leute, die heute Christen sind und gerne so einen Glauben hätten, in dem sie Freude und Wonne erfahren, aber irgendwas funkt ihnen in ihrem Innern dazwischen und sagt, sollte man Gott vertrauen können? So, und zwischen diesem Anfang, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, und diesem, vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich, spannen sich nun die Aussagen, die einfach so dahingestellt sind, aus, bei denen sich nicht nachvollziehen lässt, welchen Adressaten genau sie nun haben. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Das sind Menschen wie du und ich, die aber sich von anderen Menschen dadurch unterscheiden, dass sie mit Gott in Verbindung sind. Und diese Verbindung mit Gott, die macht sie heilig. Und wenn das Wort heilig heißt, von der Welt besonders gesetzt, ausgesondert, weil zu Gott gehörig, dann ist genau das gemeint. Es sind ganz normale Menschen, aber sie sind doch von den anderen Menschen dadurch besonders gesetzt, dass sie mit Gott in Verbindung sind. Und der Beter sagt, diese Leute gefallen mir. Es gefällt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der alleine und ohne Rückhalt auf Gott vertraut. Mir gefällt es, dass da noch viele andere sind, die das auch so halten. Daran habe ich gefallen. Die Heiligen, die auf Erden sind, also nicht Heilige, die im Himmel sind, sondern Heilige, die auf Erden sind, Gläubige. Denn die Heiligen, die meinethalben in der katholischen Kirche oder in den orthodoxen Kirchen oder in Teilen des Luthertums als Heilige verehrt werden, sind in der Regel Menschen, die nicht mehr auf der Erde sind. Also die Heiligen, die auf Erden sind, an denen hat er sein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Das ist übrigens durch die Erfahrungen in der Geschichte immer und immer wieder gedeckt. Die Leute, die etwas anderem oder einem anderen nachlaufen als Gott, bringen viel Herzeleid über sich selber und über andere. Beispiel aus der jüngeren deutschen Geschichte. Dem Führer nachzulaufen hat viel Herzeleid gebracht, zunächst über andere Völker und am Ende und vielleicht besonders intensiv über unser eigenes Volk. Also einem anderen nachlaufen als Gott ist zum Scheitern verurteilt und bringt viel Herzeleid, weil da durcheinander gewirbelt wird, was getrennt gehört. Gott ist der Heilige. Ein Führer, der sich zum Führer aufschwingt, ist es nicht. Man kann aber auch Ideologien namhaft machen für einem anderen nachlaufen. Es gibt Leute, die laufen nicht einzelnen Personen nach, sondern bestimmten Ideologien. Auch das kann viel Herzeleid hervorrufen. Da muss ich jetzt aber die Beispiele aus der Geschichte nicht aufzählen. Übrigens ist die Christentumsgeschichte von solchen Verirrungen auch nicht frei, um das mal freundlich zu sagen. Also die Leute, die anderen Göttern opfern und anderen nachlaufen, anderes religiös verehren als Gott selber, mit denen will der Beter nichts zu tun haben, wie er jetzt im nächsten Vers sagt, ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Also, die sind ihm so abscheulich, dass er sie nicht einmal erwähnen will. Man kann das Cancel Culture nennen. Wir müssen ja in der Gesellschaft mit den Leuten auskommen, die anders denken und anders empfinden und anders glauben als wir. Und es ist gut, dass wir eine Demokratie haben und in einer Demokratie leben, wo es zum Grundbestand der Gesellschaft gehört, genau dies zu üben, auszuüben und zu trainieren. Und wer sich an dieses Toleranz- und Aushaltegebot der Andersdenkenden nicht hält, hat eigentlich in der Demokratie keinen Platz. Zumindest sollte er nicht mitzureden haben. Sowas findet sich hier wieder in dem Vers, das Blut ihrer Trankopfer will ich nicht opfern, nicht mal ihren Namen will ich in meinem Munde führen.
Man kann das als Cancel Culture deuten, aber man kann auch den Aspekt sehen, dieser Mensch konzentriert sich so sehr auf Gott, dass die Leute, die anderen Göttern nachlaufen, für ihn einfach nicht mehr wichtig sind. Denen schenkt er weiter keine Beachtung. Das heißt auch, er lässt sich von ihnen nicht bange machen, zum Beispiel. Vieles von dem, wo Leute bange vor sind, wird dauernd im Munde herumgeführt und es gewinnt dadurch Macht. Dieser sagt, ich will ihren Namen nicht in meinem Munde führen. Und dann bekräftigt er, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Und nun springt er in die Anrede zu Gott selbst hin. Du erhältst mir mein Erbteil. Und dann sagt er mit poetischen Worten, was denn das Besondere an diesem Erbteil ist. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Also das Heimatland, in dem ein Mensch lebt, in dem er seine Arbeit hat, sein Brot findet, seinen Alltag lebt, das betrachtet dieser Beter als liebliches Erbteil, als liebliches Land. Ich wünschte, wir Deutschen könnten auch so einfach unser Land und unser Erbteil als liebliches Erbe und liebliches Land. Also von der Landschaft her ist es ja ganz weithin lieblich, zum Teil sogar dramatisch, aber ganz weithin lieblich. Unser geschichtliches Erbe ist durchaus befleckt, dessen muss man sich bewusst sein. Aber es besteht ja nicht nur aus Flecken und man kann sehr wohl froh sein, in einem Land zu leben, das eine Geistesgeschichte hat wie die unsere. Dann, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Also die Vorstellung, dass meine Ausrichtung auf Gott mir im Leben manchen guten Rat erteilt hat und mir den nötigen Abstand zu meiner Umgebung geschaffen hat, dass ich nicht mit allem mitlaufe, sondern Überblick behalte, Urteilsvermögen erwerbe, dass dieser Rat aber auch dazu geführt hat, dass ich mein Leben habe gelingen lassen können, dass mir vieles gelungen ist, dass mir vieles gut gegangen ist. Das danke ich Gott, dafür lobe ich ihn und das verfolgt mich bis in den Schlaf hinein, dass ich sage, lieber Gott, es ist wunderbar, dass du das alles so gefügt hast, wie du es gefügt hast. Nächster Vers. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Eine ganz wichtige Sache, ich komme wieder darauf zurück. Wer sich auf Gott ausrichtet, lässt sich sobald nicht bange machen von Leuten, die ihn einschüchtern wollen und von Sachverhalten, die bedrohlich sind. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, klingt fast wie eine Anspielung auf die Form des Herzensgebetes, wo ein Mensch, wenn er das übt, im Grunde imaginiert, dass er in ständiger Gegenwart beim Herzensgebet nun Jesu Christi sich aufhält. Es wird in dem Herzensgebet eingeübt, so zu denken, bis dahinein, dass man so empfindet, mit jedem Einatmen Christus selbst in sich einzusaugen und mit jedem Ausatmen ihm zu danken und ihn zu preisen. Aber das stehe dahin. Die Vorstellung, dass Gott jederzeit anwesend ist in meinem Leben, das ist das Entscheidende. Jetzt als Begründung, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Sonst sind die Verse zweigliedrig und das zweite Glied bestärkt die Aussagen des ersten.
Dieser Vers ist sogar dreigliedrig. Es freut sich mein Herz, meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen, hat also keinen Anlass zur Angst und ist auch fröhlich, sonst ginge es ihm nicht so. Und jetzt kommt ein Satz, der wirkt wie über das Alte Testament hinausragend in den christlichen Glauben hinein. Und so ist er von unseren ältesten Vorfahren im christlichen Glauben auch empfunden und gedeutet worden. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das mag ursprünglich ganz innerweltlich gedacht sein, aber die Christen haben es so aufgefasst, als wäre hier ein Wissen um die Auferstehung von den Toten und darum, dass Gott diese Auferstehung allen seinen Gläubigen zuteil werden lasse, sei ein solches Wissen hier schon angelegt und ausgedrückt. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen, nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Eine Aussage, die dann und darin beglaubigt und befestigt wird, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und dann kommt der Vers, den ich eingangs schon erwähnt habe, als Rahmen, als gebethaftigen Rahmen des ganzen Psalms. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und wenn es hier heißt, du tust mir kund den Weg zum Leben, dann ist nicht gemeint, das irdische Leben sei man bloß ein Übergang und eine Art Testphase, das eigentliche Leben komme hinterher, sondern es ist gemeint, dieses irdische Leben wird für mich ein Leben in der Anwesenheit Gottes. Ohne diese Anwesenheit wäre es ein Funktionieren und ein Vegetieren. Aber in der Anwesenheit Gottes wird es ein Leben. Denn diese Anwesenheit Gottes füllt mich mit Freude und Wonne. So, ein solch freudvolles und wonniges Glauben und Empfinden wünsche ich euch allen. Allermeist aber wünsche ich es den Gemeinden in meiner Kirche, den Gemeinden in allen Kirchen auf dieser Erde. Amen. Den Lebensbecher bis zum Rand mit.
habe mich so hoch erhoben. Du bist mir nah, du willst mich ewig fassen und selbst dem Tode mich nicht überlassen. Ich freue mich an deiner Wundertat von ganzem Herzen. Zeigst mir den Weg zum Leben. Da werde ich mit Wonne und Entzücken in ewiger Freude dich, mein Gott, erblicken. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du Trost der Traurigen und Kraft der Schwachen, höre die Bitten aller, die unter ihren Lasten seufzen. Hilf ihnen und rette sie aus ihren Bedrängnissen. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater.